Ja, das war Stefan Carisius mit einem Teil seiner Band Afreaks. Stefan Carisius spielt übrigens auf einer Cora. Und das ist keine Laute, das ist auch kein Gitarreninstrument, sondern ein westafrikanisches Harfeninstrument. Und interessant ist, dass dieses Instrument in Westafrika unter anderem auch eingesetzt wird, um Heilungsprozesse zu fördern. Wir haben die Cora heute hier im Schlossgarten sozusagen prophylaktisch oder vorbeugend in der Hoffnung, dass unserem Schlossgarten keine Wunden zugefügt werden. Ja, jede Menge Leute hier. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ihr mich alle verstehen könnt. Deshalb machen wir jetzt mal eine kleine Probe. Wessen Park? Unser Park. Wessen Park? Unser Park. Wessen Stadt? Unsere Stadt. Und noch einmal, wessen Stadt? Unsere Stadt. Also ich sehe, wir sind auf der richtigen Veranstaltung hier. Herzlich willkommen, liebe Kopfbahnhof-Freunde, liebe Stuttgarterinnen und Stuttgarter, liebe Bürger aus dem nahen und fernen Umland. Wir vom Aktionsbündnis Kopfbahnhof 21 begrüßen Sie ganz herzlich und freuen uns, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Meiner linken Seite ist der Hannes Rockenbauch und die nette junge Dame neben mir, Helga Störstrauch. Gemeinsam werden wir euch heute durch den Nachmittag führen. Aber erstmal, ich bin auch echt platt, wie viele Leute hier sind. Und ich glaube, bei dem Wetter haben wir hier eine super Stimmung. Nur leider können nicht alle heute hier sein. Ein paar sind in Norddeutschland unterwegs, um gegen Atomkraft zu demonstrieren. Und ich glaube, wir sollten ein bisschen uns solidarisch zeigen zu Ihnen und ein herzliches Obenbleiben gegen Atomenergie zu Ihnen senden. Was Sie heute hier erwartet, ist eigentlich ganz großartig. Ein bunter Nachmittag aus interessanten Reden und interessanten künstlerischen Beiträgen. Wir freuen uns sehr. Und wir hoffen, dass es Ihnen genauso viel Vergnügen macht wie uns. Ja, jeder kennt den Spruch, heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Das ist jetzt nicht das neue Grube-Motto oder das der Crew, sondern das ist der Einstieg. Wer den Schritt in die Zukunft wagen will, sollte erst einmal wissen, wo er heute im Hier und Jetzt genau steht. Und das funktioniert nur, wenn man auch über seine Geschichte Bescheid weiß. Und wer könnte uns besser etwas über die Geschichte Stuttgarts erzählen als Herrn Professor Roland Ostertag? Herr Ostertag, ich bitte Sie hier auf die Bühne. Viele von Ihnen kennen Herrn Ostertag durch seinen Kampf um Stuttgarts Gesicht, um Stuttgarts Geschichte. Ob es bei der Lusthausruine ist oder beim Hotel Silber. Wer ihn noch besser kennenlernen will, dem empfehle ich, der sollte seine Ausstellung anschauen, Stuttgart woher, Stuttgart wohin, oben am G-Kopf in seinem Atelier, wärmsten zu empfehlen. Und jetzt Mikro frei, Herr Ostertag. Liebe Stadtfreunde, liebe Stadtfreundinnen, wir sind hier, den dümmsten Schwabenstreich zu stoppen. Stuttgart 21. Stuttgart 21 zerstört ja nicht nur den Hauptbahnhof, zerstört weitere 15 denkmalgeschützte Objekte, zum Beispiel das Kulturgut, das Kleinod, auf dem wir stehen, den Schlossgarten. Würde unsere Stadt im Kern verwunden.
Jahrzehntausende benötigte der fleißige Niesengarten, der Niesenbach, der hier unter uns verdolt fließt, für die Ausräumung dieses Tals. Und mit dieser Öffnung hier Richtung Neckar aus dem Stuttgarter Becken sind wir mit der großen freien Welt verbunden mit dem Geist, der durchs Neckartal braust. Zwischen Marktplatz und Schlossgarten war der Stutengarten. Er war hier. Keimzelle, Namensgeber der Stadt. Wir stehen hier auf geschichtlichem, auf geschichtsträchtigem, auf heiligem Boden. Hier begann in etwa vor 1000 Jahren die Stadt Stuttgart. Die Geschichte der Stadt. Doch davon haben die Herren Drechsler, Grube, Schuster keine Ahnung. 7 Schichten der Geschichte unserer Stadt sind hier aufeinander geschichtet. Erste Schicht, die Jahrtausende alte Talaue. Die zweite, der Stutengarten. Die dritte, der kleine Lustgarten. Die vierte, der große Lustgarten. Die fünfte, der barocke und der Garten, den König Friedrich, der erste König dieses Landes, absegnete 1818 mit klassizistischen und Elementen des englischen Landschaftsparks. Die weitere Schicht, der Park des 19. Jahrhunderts. Und die siebente, die Gartenschau 1957, 1961. Alles, was Sie hier sehen, die Bäume, das Wasser, die Wege, sind Spuren dieser Geschichte, dieser Schichten, erzählen vom Geist, von den Gedanken unserer Ahnen, sind Seiten des Stuttgarter Lesebuches. Teil der Persönlichkeit, des Charakters unserer Stadt, sie halten diese unsere Stadt im Innersten zusammen. Und nun wollen diese technischen Wilden, diese wilden Techniker, diese geschichtslosen, vermarktungsversessenen Politiker triefen von purem, gefühlsarmem Pragmatismus. Diese 7 Schichten tief aufschlitzen, eine 8 Meter hohe Aufwühlung, Staumauer, quer zum Tal, quer zur Geschichte dieser Stadt aufschütten. Aushub statt Kulturgut. Eine banale Geschichte, geschichtswidrige 8. Schicht. Sie wissen nicht, diese 3 und viele andere, was sie tun. Die geistig-klimatische Entlüftung, die Öffnung in die freie Welt, zuschütten, den Schlossgarten zutiefst verwunden, uns unsere Bilder, unser Gedächtnis, unser Zuhause, unsere Heimat rauben, Zerstörer der Stadt, ihrer Kultur, Persönlichkeit, ihres Charakters, Selbstzerstörung, kultureller, städtebaulicher Kannibalismus, nicht wieder gut zu machen der Schwabenstreich. Die Stadt würde zur funktionierenden Maschine, die Menschen zu befördernder Ware, der Bahnhof zur Abfertigungsanlage verkommen. Arm, kalt, namen, geistlos. Applaus.